Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Lange ist es her. Ich versuche es zu bessern alle zwei Tage von Montag, Mittwoch, Freitag und Dienstag und Donnerstag jeweils. Also wochentlich andere Tage. Ich versuche es zu bessern und pro Video ein ganzes Kapitel zu machen. Wird ein bisschen lange werden, aber ich versuche mein Bestes. Es kann immer noch sein, dass was ausfällt, aber ich versuche mein Bestes, dass das Spiel bald durch ist, denn ich habe noch andere Fire Emblem Engage, ohne Engage Titel, weitere Fire Emblem Titel, die ich gerne zocken möchte, wie Three Houses, Awakening, Fates, Warriors. Deswegen würde ich mal sagen, greif mir erstmal mit Yunaka. Weil die ist einfach Bay, die kriegt alles hin. Zusammen mit Kagetsu. So, du gehst hier hin. So, dich markiere ich mal, damit ich weiß, wo ich nicht hin soll. So, euch locke ich mal alle. Ich vertraue euch. Du gehst auch schon mal hier hin. Ist auch normaler Boden, okay. Dann könnt ihr alle einmal bitte aufrücken. So. Und auch mal vielleicht etwas näher. Bin ich mal gespannt. For the Divine Dragon. Ah, sieht gut aus. Das scheint schon mal kein verbrannter Boden zu sein. ...16% Chance. Aber wir sind schneller. Kommt alles schon her. Ich denke mal, das ist ein Kapitel, was wir schaffen werden. Nicht noch mehr Rauch. Okay, ich würde mal sagen, Kagetsu, du bist super toll. Du kannst locken. Das ist blöd, du kommst mittlerweile überall hin, ne? Wobei, dein Zauber kommt, glaube ich, nur überall hin. Was kannst du denn? Gewitter. Donnermagie mit großer Reichweite. Angewendet von Implemsoren. Kein Folgeangriff möglich. Excalibur. Mächtige Windmagie, die von Implemsoren angewendet wird. Effektiv gegen Fliege. Okay. Okay. Ich glaube, den Kampf solltest du besser meiden. Eben der hier. Wie weit kommst du dann? Das ist verbrannter Boden, ne? Das ist nicht gut. Angriff. Magischer Angriff 19. Resistenz 13, ich würde 6 Schaden kriegen. Resistenz 6. Okay, dann muss ich es so machen. Dann gehe ich schon mal langsam dazu. Du hast eine Resistenz von 20 vielleicht. Kriege ich den dahin? So, dann würde ich mal sagen, gehst du mal hier hin und du gehst ja, ich würde mal sagen,
Doch, ich riskiere es. Ich riskiere es. Aber setze dafür ein Heilmittel ein. Und du wartest hier bitte. Bin gespannt. The time has come to unleash all my power. Show us what you've got, Emblem Sorin. Give us the chance to prove that we are worthy allies. Warum steckt mein Mikrofon aus? Ich hab doch einen Filter drin. Victory is mine. Na gut, ging daneben. Legst du aus? Ich hoffe, das stört mich. Vielleicht liegt es auch in meinen Kopfhörern. Doch, das liegt an meiner Kopfhörern, dass es aufschlägt. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. So, dann will ich mal sagen. Machst du den hier einmal fertig? Und dann kriegst du dein Level up. Jetzt tue ich den Mikrofon noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Aber andererseits doch, man sollte mich eigentlich noch gut hören. Weiß nicht, ob verbrannter Boden so gut ist. Also von, du kannst aber von hier aus nicht angreifen. Aber andererseits, was soll schon passieren? Eine Runde Damage. I'd rather be friends. Dann einmal den Panzerbrecher. Die Waffe wechseln. Und warten. Oh Gott, das kann ja ewig dauern, bis wir dort sind. Das kann etwas dauern. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Ich riskiere es jetzt. Zwölf Schaden, das geht. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber du bist schon mal weg. Egal, mit was ich angreife, ne? Genau. Kriegst aber auch 14 Schaden. Krieg ich nur 11 Schaden, okay. Warum auch immer. Ach, ist wahrscheinlich... Banderfahrung zwischen Celine und Falcon hat das Maximum erreicht. Veronica, okay. Yeah, no problem. Hier dann einmal Fugativ. Wunderschön. Ein Panzerbrecher.
kriege richtig auf die Fresse. Nein. Überhaupt keinen Schaden. Aber ich kann ja schon ein bisschen Schaden machen. Einmal Crit. Okay. Sure, okay. So, dann warten wir mal schön. Okay, jetzt ist es einfach da. War schon mal hier aus der Gefahrenzone weg. Einen kann ich noch schieben, aber wen, hä? Dich habe ich schon geschoben. Ach, dich kann ich noch schieben. Okay. Are you ready to die? Kataklysm. Kataklysmus. Nee, mach nicht auf Cat Noir. Du bitte heile mal mit Pflege. Ich kann es schon mal besiegen. You put up a good fight. Dann machen wir mal so angreifen. Beziehungsweise kann ich den auch mit Elfen nicht ja ein bisschen schaden. Ich könnte schon mal so. Ah, mit Elfen nicht kann ich den hier besiegen. Wunderschön. So. Oh, hier kann ich schön schon mal angreifen. Und der macht mir keinen Schaden. Das ist gut. You always did like making things difficult. Ike, let's see if this is good enough for you. Stop! You don't have to prove yourself to me. Das ist schön, dass ich Ike genommen habe. So, dann würde ich mal sagen. Ich den schon mal so angreifen. Meisterbogen. Habe ich eine 43er, 38er Chance auf Crit. Aber der crittet nicht. Ist in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, greifst du einmal an. Dann kommst du. Du kommst auch so hin. Okay, das ist in Ordnung. Du kommst auch so hin. Okay, dann greif mir mal so an. Why not? Was that too much? So. Und dann kann ich direkt einmal komplett wegmachen.
time, victory was mine. So, dann hat er jetzt noch ein Leben. Und den kann ich mit damit wegmachen. Okay, dann drehe ich doch alle weg. Aber nicht komplett. Okay, Alfred, das ist deine Chance jetzt. So, und dann, liebe Alfie, kannst du den jetzt fertig machen? Geschlossen. Hild, Ivy und Lynn. That's enough. Let's end it here. Don't look so nervous. You performed rather well. Does that mean you'll join us? I am willing, though I suspect my involvement might cause problems for you. What makes you say that? I sense you will find my advice difficult to follow. As an example, my mercenary group was tasked with sheltering the princess of a ruined country. At one point, we were surrounded by enemy soldiers looking to capture her. As the group's strategist, my advice to our commander was to surrender her immediately. My logic was that, as mercenaries, gold was our priority. We had no moral obligation to her. Circumstances later changed, but I stand by the advice I gave at the time. I would give it again. You're right to think I would disagree with that advice, but wrong to think I wouldn't value it. Difficult decisions need to be looked at from every angle. So I actually think it's a good thing that we have such different perspectives. I could debate you on that point, but I don't see it getting us anywhere. Instead, let me give you this advice. Follow your own ideals. What do you mean by that? War is cruel. Wishful thinking won't bring you victory. But sticking to your convictions will. If war has taught me anything, it's that sheer determination can alter the course of history. So go on believing as you do. Continue forward in your own way. I will support that. I understand. Thank you, Emblem Sorin. I know there will be hard choices ahead. I'll be counting on you to help me make them. In the meantime, it's great to have you with us. Looks like you and I get to team up again. It's good to see you, Sorin. If I'd known you were here, I'd have joined right away. You should have said something sooner. No harm in a bit of extra training. May I ask you a favor? Sure. I'd like to resume my post. If you'll have me. My place is at your side. I figured it was only a matter of time until you asked me that. Yeah, of course. I trust you more than anyone. You know that. Thank you, Ike. Serving you gives me purpose. Emblem Sorin ist auf Kampfmagie spezialisiert und vermag mit ihrer Hilfe das Blatt in so manch einer Schlacht zu wenden. Die Synchrofähigkeit Lockvogel erlaubt es, einen Verbündeten zum bevorzugten Ziel des Gegners zu machen. Die Bündniswaffe Gewitter verfügt über eine große Reichweite und kann weit entfernte Gegner mit Donnermagie Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Schein verringert beim Angriff mit Büchern den Resistenzwert des Gegners und heilt die eigene Einheit. Der Bündnisangriff Kataklysmus fügt Gegnern in einem bestimmten Gebiet Schaden mit Feuerdonner und Windmagie zu. Die Änderung der Einstellung für die Stabtanzanimation, die zu Beginn der Schlacht vorgenommen wurde, wird nun zurückgesetzt.
Glanz, Bündniswaffe von Mikaya. Lichtmagie. Erhält einen Radius von 5 Feldern. Okay, zuerst mal die Items hier einsammeln. Oh, habe ich Fire Emblem vermisst? Und zukünftig werde ich versuchen, wirklich pro Video ein komplettes Kapitel zu machen, egal wie lange es dauert. Und da hinten ist noch ein Item. Mal ein bisschen rennen. Dann geht's alles viel schneller. So, und da möchte dann noch jemand mit uns reden. Und zwar Soren. Not bad. Nicht schlecht, eure Ergebnisse hier waren zufriedenstellend. Ich bin überzeugt davon, dass wir einander helfen können. Und sich auch so. So, aber zuerst gehen wir zurück nach Somniel. So, wenn meine Berechnung mich nicht in der Irre leitet, muss ich mir noch ein DLC-Map machen und dann geht es wieder mit 2 Hauptkarten und 2 Nebenquests weiter. Bandgespräche verfügbar, aber zuerst mache ich was anderes. Haben wir vielleicht Unterstützungsgespräche, Sol und Celine. You're looking a bit grim, Celine. Problems? Ah, Divine One. Do you remember the tea we enjoyed together the other day? It was so good that I'm not likely to forget it anytime soon. It would appear that shipments of those leaves are becoming a favorite target for highwaymen. Changing the trade routes has made little difference. Each day brings more victims. That's awful. I am not often called on to intervene directly in matters such as these. But this is an emergency, and no one in Firinay knows more of tea than I. So Mother has requested that I handle the problem, personally. How do you feel about that? I suspect it may be part of my education. Even if my brother is first in line for the throne, I am still Princess of Firinay. So, what's your plan for dealing with them? I thought I might drive them off with pranks. Wouldn't it be lovely if things were as simple as they are in folk tales? But real life isn't so pastoral. No, it's not. I will show no mercy to anyone who causes suffering to the people of Firinay. And I will go to any lengths so that my people may enjoy the peace they are accustomed to. Don't look at me like that, Divine One. This is a duty I must bear. Now then, please excuse me. Action must be taken in this matter. Swiftly. So, und das nächste ist Ivy und August. Oh, das kann was werden. Princess Ivy, are you glaring at me? No, Prince Alchrist. At least not intentionally. But I can't take my eyes off of your armor. In Illusia, we are taught from an early age to keep watch for Brodia armor. Oh, I think I understand. Brodia has invaded Illusia more times than I can count. My country has a lot to answer for. For what it's worth, I am sorry. Oh? And what do you mean by that, exactly? Huh? What? Did you just issue a formal apology from the Kingdom of Brodia for its invasions of our land? Are you admitting fault on behalf of your people and swearing to adopt peaceful foreign policy? Reconciliation between nations is a serious matter. Not to be taken lightly. That's not what I... What I meant to say was, if Brodia is at fault, then we absolutely should apologize. But that apology is not mine to give. The king and nobility would have to convene and agree. So when I said I was sorry, it came from me as an individual, not as a representative of, I know that. I'm sorry.
You are a little too easy to toy with. Oh, Princess Ivy. I was so nervous. My ill feelings toward Brodia are in the past, but I could not resist teasing you a little. Look on the bright side. We are comfortable enough now to joke with one another, right? Yes, of course. I did think my heart was going to stop, but I suppose it was funny. Der Arme. Aber ich mag Ivy. So, und dann haben wir ja noch ein Bandgespräch. I'd love to learn more about you. As you are the Princess of Embla, we share similar roles. Oh, yes. I'd like to hear your stories as well. What is the ruler of your land like? Das ging sehr schnell. So, und dann würde ich mal sagen, mach mal hier noch mal kurz die drei Gespräche. Mit wem haben wir schon? Stufe A. Habe ich... Okay, mit Diamant sind wir als nächstes dran. Okay. Ich wusste, dass ich mit dem schon was angefangen habe. Direkt zu den Ergebnissen. So, und dann haben wir wieder ein Unterstützungsgespräch. Wir machen das jetzt, dann können wir in der nächsten Folge direkt in das neue Kapitel starten. That's the most concerned I've ever seen you look, Diamant. Oh, Divine One. I apologize. Didn't think anyone else was here. What's that you're holding? This is a medal my father gave me a while back. A commendation from the king. From King Morian? I was with our troops during an intense battle against Illusia. We found ourselves surrounded. We needed to make a quick retreat, so I took command out of sheer desperation. When we returned, father gave me this medal. It felt like the first time he saw me as a leader. But occasionally, I wonder, was it my leadership that got us home? Or was it pure luck? Perhaps I didn't earn this. So even the Crown Prince of Brodia suffers through moments of self-doubt. Sorry to shatter the illusion. To protect my country's reputation, I must insist you keep this conversation private. Of course. You saw me in a vulnerable moment with that corrupted soldier. So let's call it even. But I will say one thing. Knowing that you do have a vulnerable side makes me feel a bit closer to you. Vulnerability isn't always a bad thing. You're a peculiar leader, Divine One. Flirt, flirt, flirt. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Fire Emblem Engage. Bis dahin. Tschüdelü.